freue mich, liebe Kinder, dass ihr heute so zahlreich gekommen seid, mal eine Augenweide, so viele Kinder hier vorne zu haben. Ganz toll. Okay. Dafür sage ich vorab schon mal sicher habt ihr schon erwarten können, um welches Märchen es sich heute hier handelt, was wir für heute für euch lesen und auch verlesen. Es war einmal. So fangen alle Märchen an. Also, es war einmal ein Mann, dessen Frau gestorben war. Sie hatten drei Söhne. Und so musste der Vater alle drei Söhne allein rechtschaffen erziehen. Als sie aber nicht gelehrig waren, schickte er seine Söhne fort. Sie sollten eine Lehre beginnen. Der Älteste ging zu einem Schreibermeister in die Schule. Dort lernte er drei Jahre das Handwerk. Der Schreibermeister war sehr zufrieden mit seinem Lehrling. Doch der wollte nach seiner Lehre zurück zu seinem Vater, um zu zeigen, was er geworden ist. Der Meister gab ihm einen Tisch als Lohn. Und der Tisch war kein gewöhnlicher Tisch aus Holz. Es war ein Tisch mit sehr nützlichen Eigenschaften. Sobald ein Tischtuch drauf lag und sprach jemand, Tischlein deck dich, füllte sich der Tisch mit gutem Geschirr und köstlichen Speisen. So machte er sich auf den Weg zum Vater. Da der Weg weit war und übernachtete er in einem Haus, die am Tisch lag. Als er beobachtete, was er für ein Geheimnis hatte, tauschte er ihn in dieser Nacht den Zaubertisch gegen einen alten, einfachen Tisch um. Der älteste Sohn bemerkte den, als er beim Vater ihn benutzen wollte. Der mittlere Sohn ging in die Lehre, um ein Müller zu werden. Nach drei Jahren Lehrzeit wollte auch er zum Vater zurück. Als Lohn bekam er von seinem Meister einen Esel. Nein, kein Esel, um darauf nach Hause zu reiten, sondern einen besonderen Esel. Legt man hinten und vorne ein sauberes Tuch hin und sprach, Esel, streck dich, so kamen viele goldene Taler heraus. Der Wirt beobachtete durch ein Astloch, was der Esel konnte, und dachte, der Goldesel kommt mir gerade recht. Und er tauschte ihn gegen einen alten Esel um. Als der Sohn bei seinem Vater ankam, versprach er dem Vater, alle Not hat ein Ende. Aber es kam kein Gold. Der Vater war sehr traurig und sagte, auch der zweite Sohn sei ein Tugendnicht. So. Nun sollte der Tag kommen, an dem auch der jüngste Sohn seine Lehrzeit beendete. Er war zu einem Drechslermeister in die Lehre gegangen. Weil es aber ein kunstvolles Handwerk ist und es etwas länger als drei Jahre dauerte, schrieben seine Brüder, wie es ihm ergangen sei. Der Drechslergesell bekam ein gutes Zeugnis und vom Meister einen einfachen Sack. Es liegt ein Knüppel darin. Wenn du jemals betrogen wirst, so sprich nur. Und schon fand der Knüppel auf das Schurken Rücken und schlägt ihn in die Flucht. Auch er kam in das Wirtshaus, wo seine Brüder betrogen wurden. Der Wirt wollte wissen, was in der Sache sei. Der dritte Sohn machte aber eine spannende Geschichte daraus und erzählte vom Tischchen, die das herrlichste Essen auftrug, von Esel, der Gold
Aber so etwas wie ich, sagte er, hat gar niemand. Und der Wirt dachte, etwas muss ich auch noch haben, denn alle guten Dinge sind drei. Der Geselle stellte sich scharf. Als der Wirt den Sack greifen wollte, sagte der Geselle, Knüppel aus dem Sack! Und schon sauste der Knüppel auf den Wirt auf und nieder, bis dieser versprach, den Tisch erfolgen Am nächsten Tag kam der dritte Sohn zu seiner Familie und brachte Tisch und Esel und Sack mit ein. Der Vater war glücklich, seine tüchtigen Söhne sind gut da. Sie luden alle Verwandte und Freunde ein und feierten ein fröhliches Fest. Wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Ja. Vielen, vielen Dank. Christine Vogelei, die Märchenerzählerin gemacht hat.